Hallo ihr Lieben. Ja, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf eine neue Folge von unserem Sortenbericht. Ja, ich begrüße euch recht herzlich und heute haben wir für euch Dosidos. Ja, bei Dosidos handelt es sich übrigens wieder um ein unbestrahltes Exemplar, also Blüten, worauf wohl auch immer mehr Rücksicht genommen wird. Ja, wer es kuschig mag, also nicht zu verwechseln mit kuschelig, ist mit dieser Sorte wahrscheinlich gut bedient. Die Sorte ist wirklich gut getrimmt, ja, besticht wirklich mit seinem Aussehen. So mein erster Eindruck oder Geruch war etwas zitronig eher, entwickelt sich dann aber beim Grind anders. Aber schauen wir uns diese Sorte mal genauer an. Und jetzt kommen wir wieder zum Drücktest. Dann schauen wir uns das mal an. Ich hole mal eine raus, wie immer. Leg den Deckel mal falsch rum hin. Kommt es mal ein bisschen näher an. Und wir hören jetzt mal ganz genau. Ich hoffe, ihr hört nicht so viel Vogelgezwitscher. Ja, also man hört schon ein leichtes Knistern. Ich finde, sie ist sehr gut getrocknet. Man merkt, dass sie noch harziger ist, also nicht so zerbröselt, sondern eigentlich beim Drücken im Ganzen bleibt. Das heißt, jo, man muss sie so ein paar Mal zerdrücken, aber trotzdem leicht knusprig. Und dann kommen auch sehr schön die Terpene zum Vorschein. Also ja, Drücktest auf jeden Fall bestanden. Ist kompakt und viel fester als so, wie man es teilweise gewohnt ist. Die Blüten haben einen THC-Gehalt von ca. 24% und ich bin schon sehr gespannt, wie sie schmecken und wirken. Ach ja, in den Apus ist es als Array 24-1 DID erhältlich. Der Preis ist wie immer, was ich bislang von Array hatte, ja, sehr attraktiv, kann man sagen. Die Preise können sich wie immer von Apo zu Apo unterscheiden, wie wir wissen, und liegen bei etwa 9 Euro pro Gramm. Die Blüten sind echt eher größer und kompakt und nach dem Grinden ergiebig und riechen dann eher so erdig, ein bisschen zitronig, aber auf jeden Fall so typisch kuschig, wie ich finde. Dosidos ist übrigens ein Indica-dominanter Hybrid und wirkt in den meisten Fällen schlaffördernd, aber auch appetitanregend. Ich finde auch schmerzstillend. Ich fand es auf jeden Fall sehr entspannt. Gerade für die Abendstunden kann ich es empfehlen. Ja, dieser Indica-dominante Hybrid hat so moosgrüne, ja fast lavendelfarbene Knospen. Also schön anzuschauen. So, man sieht auch diese bernsteinfarbenen Blütenhärchen, was man ja auch nicht überall sieht. Und es ist schön mit Trichom überzogen. Also man sieht schon potent. Dosidos ist eine Kreuzung aus OG Kush Breathe and Girl Scout Cookies vom Breeder Archiv Seedbank. Produziert werden diese Blüten von Alephia Hield in Kanada. Zusätzlich zur bestehenden Produktionsstätte produziert Alephia seit 2021 auch Premium-Cannabis-Produkte in einer neuen Hightech-Indoor-Anlage in Paris, also Ontario, direkt an den Flüssen Nice und Grand, die auch als Inspiration für den kanadischen Marktnamen dienen. Ja, dort werden sie in kleinen Chargen angebaut, nach der Ernte schonend im Ganzen und hängend getrocknet von Hand getrimmt und durch Curing-Prozess veredelt. Also die geben sich wohl Mühe damit. So, jetzt zeigen wir euch nochmal die Grafik über die Aufstellung des Terpenprofils. Und hierzu gebe ich noch den Hinweis, der Terpengesamtgehalt und die Verteilung der Chargen können naturgemäß variieren. Das Mycren haben wir da mit 18%, das Karyophyllen mit 16%, die Farnesen mit 25% und Limonen mit 14% und die sonstigen sind bei 27%. Und wir kommen jetzt mal zu der Zusammenfassung. Ja, Dosidos ist also ein Indica-dominanter Hybrid von der Archiv Seedbank mit einem THC-Gehalt von bis zu 24% und einem CBD-Gehalt von bis zu 1%. Mit einem Terpenanteil von 2%. Der Geschmack geht in Richtung fruchtig, erdig, aber auch würzig-kuschig. So, und wir kommen mal wieder zum Fazit. Und ich würde sagen, Dosidos ist wirklich ein
Ja, ein echt faires Angebot mit kuschigem Geschmackserlebnis. Also empfehlenswert, nicht nur für Indica-Interessierte. Also ich würde es eher so zum Abend empfehlen, zum Runterkommen. Also auch bei schwachen Nerven. Dass es appetitanregend ist, kann ich jetzt erstmal nicht so bestätigen. Oder bei mir war es nicht so, aber das ist vielleicht auch unterschiedlich. Alles in allem, Topware. Sollte man testen. Wir sehen uns beim nächsten Sortenbericht, ihr Lieben. Bleibt gesund und schreibt in den Kommentaren, wie ihr das, die Blüte findet. Ja, würde mich immer interessieren. Bis dahin, Baba.